Und da wären wir zurück bei einer weiteren Runde von Goldenzahn hier in Vault, frisch angekommen. Ich habe Garrett und Isaac auf Level 4 trainiert. Hat gar nicht so lange gedauert, das hätte ich sogar noch einen Part machen können. Und ich würde jetzt erstmal die beiden heilen gehen, dann sehen wir uns hier noch ein bisschen um. Das ist nicht das Inn. Dankeschön. Gibt es hier vielleicht irgendwo was? Hi. Mein Nachbar verursacht mir eine Gänsehaut. Warte mal, diese schmierige Grinsen muss ich. Ab, da gibt's nichts. Da auch nicht. Hey, du da, macht dir Spaß, neue Orte zu entdecken? Aha. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Abenteurer werden und in einem Zelt übernachten. Dafür musst du nicht groß werden. Das macht als Kind am meisten Spaß. Ah, wenigstens habe ich ja fünf Münzen bekommen. Geräubert. Willkommen im Vault. Die Stadt im Herzen Angara. Wow. Dieser Felsbrocken wurde vom Vulkan bis hierher geschleudert. Sieht ja nicht eigenartig aus. Er funkelt wie ein Edelstein. Das sieht mehr aus, als wenn das Eis wäre, als was anderes. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Was haben wir hier? Geschichte von Vault Teil 1. Hier steht, der Name bedeutet an einem kleinen Ort gefangen sein. Na, eine Vault halt. Was haben wir hier? Angaras Edelsteine. Doch hier steht nichts über den Felsbrocken auf dem Tisch. Wären diese Felsbrocken Edelsteine, wären wir steinreich. Vielleicht sind sie das ja. Na, immerhin, ich sage schon, wir gehen hier leer raus. Kleinvieh macht auch Mist. Alter, ich will ins Inn. Puh. Erstmal übernachten. So. Much better. Gibt's hier was? Nein. Die Gäste vom ersten Stock waren während des Ausbruchs nicht auf ihrem Zimmer. Haben danach den Raum durchsucht, konnten aber nichts finden. Die drei Fremden haben den Besitzer des Gastschirms und seine Frau ganz schön in das Licht geführt. Die glauben wohl, die könnten damit durchkommen. Was haben sie denn getan? Ohne Minze. Minze. Heb die Schnelligkeit an, permanent. Was hast du? 26? Na, ich glaube, ich mache bei Isaac schneller als Geralt schneller, dem es sowieso kaum was bringt. Ob der jetzt 15 oder 20 hat, der wollt trotzdem noch. Also, ihr seht sehr verdächtig aus. Hi. Wir haben gar nichts getan. Wenn du es doch einfach mir nichts, dir nichts Leuchte beschuldigst, musst du eine schreckliche Person sein. Dieser junge Ivan, der macht mir Gänsehaut, kam einfach und hat meinen Arm gepackt. Ich habe ihn wieder abgeschüttet, weil ich mich in seiner Gegenwart einfach nicht wohlfühle. Zu Recht. Ich würde auch die andere Leute abschütteln, wenn die mich einfach am Arm packen. Das macht man nicht. Das ist kein verdächtiges Verhalten, das würde ich auch machen. Hier ist der Shop. Irre ich mich oder fehlt mir etwas? Keine Ahnung. Seit dem Ausbruch fragt sich Großvater, ob wir bestohlen worden sind. Er weiß nicht mal, dass wir nichts besitzen, das man schon stehlen könnte. Ihr habt eine Schlafbombe, aber die hab ich jetzt. Dankeschön. Ich glaube, hier gibt's nichts Neues für uns. Oder? Oh, hier gibt's was Neues, aber das können wir uns nicht leisten. Können das beide führen? Oh, das können auch noch beide führen. Hätte ich mal nicht sofort das Geld ausgegeben. Ich könnte ihn... Oh, ich verkaufe die Nüsse. Die sind eh... Momentan für uns sind die sowieso Overkill. So, hier, bitteschön. Yay, noch ein Spielticket. Zur Not können wir die auch verkaufen. Wie gesagt, wir kriegen noch, von denen. Und noch ein Spielticket. So, was hast du hier? Du hast doch bestimmt auch neue Sachen. Ich glaube, die Sachen können wir gar nicht führen, ne? Nein. Und die Lederkappe haben wir. Den Armreif können wir auch nicht führen. Gott sei Dank nichts Neues. Ich wüsste nicht, von welchem Geld ich das bezahlen sollte.
Hier gibt's, glaube ich, noch ein Item. Weiß nicht, dein Cutes. Und dann bin ich nämlich nur gleich schon wieder. Meister Hobbit Cedar kann erst wieder nach Calais zurückkehren, wenn er den Stab wiedergefunden hat. Ich glaube, in dem Chaos während des Vulkanausbruchs sind einige Leute beraubt worden. Beschuldigst du uns etwa, Meister Hobbit Stab geschult zu haben? Nein! Ha, sicher! Ich wusste, dass du zu clever bist, um irgendwelchen Gerüchten Glaub zu schenken. Aber das waren wir wirklich nicht. Wir wissen nicht mal, was überhaupt gestohlen worden ist. Hat er nicht gerade nach dem Stab gefragt? Hi. Süßer kleiner Wuffi. Da können wir rüberspringen. Oh, ich habe richtig gesehen. Niemand begeht unter meinen wachsamen Augen ein Diebstahl. Wir wissen, dass die Liebe nicht von hier sind. Sie müssen von außerhalb gekommen sein. Na, dann können es ja nur die drei Halunken da vorne gewesen sein. Oh, guck mal, da sitzt ein Djinn. Jetzt ist er da oben. Der wertvolle Stab von Meister Hamid, einem reichen Landbesitzer und Händler aus Calais, wurde gestohlen. Er war deswegen sehr aufgebracht. Wäre ich auch. Ich bin auch sehr aufgebracht, wenn man mir Dinge stiehlt. Und trotzdem stehle ich hier in RPGs anderen Leuten die Sachen weg. So, lieber wenn du nicht. Mein Mann, der Bürgermeister kann nicht glauben, dass ein Bewohner von Volt der Dieb sein könnte. Aber bis sie den Übeltäter nicht gefunden haben, kann Ivan nicht nach Calais zurückkehren. Kann denn niemand Ivan helfen? Wenn ich nur ein wenig älter wäre, könnte ich Ivan helfen. Ivan verfügt über große Kräfte. Würdest du nicht auch gerne wissen, welche Art sie sind? Klar. Auf keinen Fall, das ist unser Geheimnis. Na gut, dann frage ich ihn eben selbst. Ich muss erstmal was trinken. Ich habe ein Kloß im Hals. Ich bin mir nicht sicher, ob Energy so unbedingt das Richtige ist mit der Kohlensäure, wenn man einfach Kloß im Hals hat. Hi. Ja, ich besitze seltsame Kräfte. Ihr besitzt sie auch, nicht wahr? Wie, meine Kräfte? Nennt man Psy-Energy? Das wusste ich nicht. Wir haben so viel gemeinsam. Ich fühle, dass ich euch vertrauen kann. Ich habe ein Problem. Der Stab von Meister Hamid wurde gestohlen. Würdet ihr mir helfen, den Stab meines Meisters zu finden? Klar, wir haben sonst nichts zu tun. Vielen Dank. Mit eurer Hilfe kann ich den Stab sicher wiederfinden. Eure Namen sind... Ich bin Isaac und das ist... Alles klar? Isaac und Garrett, ich bin Ivan. Freut mich, euch kennenzulernen. Meine Fähigkeiten, Gedanken zu lesen, hat euch ganz schön erschreckt, oder? Das kann nicht jeder. Sagen wir es mal so. Bin ich wirklich... Ist meine Gabe denn wirklich so erschreckend? Ach, man gewöhnt sich dran. Ivan und Isaac fassen sich an den Händen. Ja, meine Gedanken! Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Ivan! So, Isaac, konntest du Garretts Gedanken lesen? Aha. Genau wie ich es dachte. Was? Du konntest auch in meinen Gedanken lesen, Isaac? Ich dachte mir schon, dass ihr meine Fähigkeit übernehmen könntet, wenn wir unsere Psy-Energie vereinen würden. Hey, das ist nicht fair. Warum wird hier nur mein Gedanken gelesen? Du hast recht. Es ist nicht fair, nur deine Gedanken zu lesen. Ivan und Garrett fassen sich an den Händen. Wow, ich habe es getan. Ich konnte deine Gedanken lesen, Isaac. Das sagt er wahrscheinlich nur, weil wir nichts denken. Und das Einzige, was sie hören, ist, wie der Wind bei uns das Oberstübchen pfeift. Lass uns mit dieser Fähigkeit die Diebe finden. Eine Sekunde. Werden es die Leute denn nicht merken, wenn wir ihre Gedanken lesen? Oh, ich verstehe. Ihr zwei könnt sehen, wie ich meine Psy-Energie einsetze. Aha. Isaac, du und Garrett, ihr seid beide Adepten.
Vielleicht ist das der Grund, warum ihr es merkt, wenn ich eure Gedanken lese. Andere Leute werden gar nichts merken. Wir sollten uns deswegen keine Sorgen machen müssen. Keine Sorge, ich werde nicht wieder in euren Gedanken lesen. Und damit haben wir ein neues Teammitglied, nämlich Yvonne. Lasst mich die Gedanken der Stadtbewohner lesen. Meistens waren wir nicht in einem Dorf? Um den Stab zu finden. Naja, ist egal. Fangen wir mit den alten Herren hier an. Hey, das kitzelt! Von einem Jungen gekitzelt zu werden, finde ich nicht lustig. Aber die merken das nicht. Vielleicht finden sie auch unseren gestohlenen Familienschatz wieder. Ich vermisse diese alte Urne. Aber Ivan, es kann sein, dass der Stab nie wieder auftaucht. In diesem Fall muss er für immer hier bleiben. Fragen wir mal diesen zwielichtigen Herren hier vorne. Oh, hat er den. Sie müssen auf den Shortcut legen. Es sieht so aus, als schöpften sie Verdacht. Wir sollten die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Ha, fragen wir mal seine Kollegen. Hi. Ein glühender Felsbrocken hat ein Loch in das Dach gebracht. Ich muss mich immer um solche Dinge kümmern. Na, wenigstens hat er keinen getroffen. Hi. Was wollt ihr? In euren Gedanken lesen. Es sieht so aus, als hätten sie diesen gruseligen Jungen dabei. Ich kann ihn nicht leiden. Haltet ihn bloß fern von mir. Kommt her, ich kriege euch. Ich kriege euch. Na, ich glaube, so wird das nichts. Jungs, wir brauchen einen Plan. Sie verhalten sich verdächtig. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber du kannst ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie ständig herumlaufen, oder? Ein bisschen schlecht. Wie müssen wir ihre Gedanken zu lesen sein? Aber wie? Vielleicht können wir die drei umzingeln. Keine Sorge, das wird sicher funktionieren. Isaac, du übernimmst die Führung. Wie immer. So Jungs, auf ein neues. Hey, da sind sie wieder. Oh, sie wollen uns umzingeln. Wir dürfen uns auf keinen Fall von ihnen fangen lassen. Okay, Garrett. Du hältst hier die Stellung. Lass sie nicht entkommen. Ha, das ging einfacher als erwartet. Oh nein, ich bin umzingelt. Es gibt keine drinnen. Jetzt, Ivan. Also gut. Was ist das? Was macht er da? Er hat seine Augen geschlossen. Was hat er jetzt vor? Bist du fertig, Ivan? Was hast du erfahren, Ivan? Sie waren es. Ich glaube, sie haben auch noch jede Menge anderes Zeug gestohlen. Es scheint, als würden sie ihre gesamte Beute irgendwo hier in diesem Gasthof verstecken. Aber sie werden sicher nicht zulassen, dass ich ihnen noch einmal zu nahe komme. Dann haben wir wohl keine Wahl, als den Gasthof zu durchsuchen. Ah, sieht nicht so aus. Es wird zwar nicht leicht werden, aber wir sind die Einzigen, die das tun können, oder? Aha! Überlass das nur uns! Isaac hat noch nie versagt. Ah, außer das mal mit dem Elementarstern? Ich vertraue deinem Pflichtgefühl. Dann ist es entschieden, Ivan. Lass uns gehen. Lass uns gehen, Ivan. So. Er sollte eigentlich das Dach reparieren, aber ich kann ihn nirgends finden. Vermutlich treibt er sich irgendwo herum und faulenzt nur wieder. Hey, aber dafür können wir hier jetzt hoch. Kein Hindernis für uns. Uh-oh. Isaac befreit ihn von seinen Fesseln. Was labert ihr? Ich kam auf diesen Dachboden, während ich das Dach repariert habe. Aber ich konnte nicht bis ganz nach hinten gelangen. Deshalb habe ich einen Blick riskiert und plötzlich... Wumms!
Jemand hat mir von hinten eins übergezogen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich hier gefesselt am Boden. Eigenartig, ich kann mich nicht daran erinnern, dass vorher auch schon all diese Kisten hier herumstanden. Vielleicht ist ja das Diebesgut in diesen Kisten. Es sieht so aus, als wäre unser Versteck aufgeflogen. Dafür, dass du nur einer von Hammets Laufburschen bist, bist du ganz schön hartnäckig, Jungchen. Warum arbeitest du so hart für Hammet? Was hast du schon davon? Aber Hammet ist ohnehin schon von einem viel übleren Haufen, als wir es sind, gefangen worden. Ich habe gehört, dass Hammet nach der Eruption nach Lunpa geflohen ist. Sagtest du eben Lunpa? Jemand, der so reich ist wie Meister Hammet, sollte sich nicht einmal in die Nähe von Lunpa wagen. Was für ein Ort ist Lunpa? Die Stadt wurde nach ihrem Gründer, dem Edendieb Lunpa, benannt. Diese Familie ist von Dieben, blieb sogar noch ehrenhaft, als sein Sohn Donpa zu ihrem Anführer wurde. Aber Donpas Sohn, Dodonpa, ist alles andere als ein edler Dieb. Dieser Mann verfügt über keinerlei Moral. Man sagt, er ist wahrhaft böse. Seht, so übel sind wir gar nicht. Wie ist es? Lasst ihr uns gehen? Nope, kommt nicht in die Tüte. Was, du meinst, selbst wenn wir alles wieder zurückgeben und uns entschuldigen, bleiben unsere Taten noch immer ein Verbrechen? So sieht's aus. Wir sind die Moralpolizei. Das soll wohl ein Witz sein. Wir haben all dieses Zeug ehrlich gestohlen. Das macht es nicht legal. Ich denke, wir müssen dafür Sorge tragen, dass dir für immer ruhig bleibt. Es gibt nur eine Art, dies zu gewährleisten. Schnappt sie euch! Bandit erscheinen, Dieb 1 erscheinen, Dieb 2 erscheinen. So, wir sind ausgerüstet mit Kiesel. Kiesel wird sich erstmal auf den Banditen stürzen. Garrett hat Feuerband auf Level 4 gelernt. Das werden wir nutzen. Und Ivan hat Blitzstrahl und Wirbelwind. Ich nehme mal Blitzstrahl. Das erscheint mir das Stärkere von beiden. Das ist sogar sehr effektiv. Wenn etwas sehr effektiv ist, merkt man das bei Goldenzahn übrigens daran, dass da drei Ausrufezeichen sind. Seht ihr da bei den, bei uns ist nur ein Ausrufezeichen. Wenn da drei Ausrufezeichen sind, ist das sehr effektiv. Ich glaube, die hier sind einfach nur schwach gegen alle Psy-Energiearten. Noten das. Das war der. Und das war der. Gut. Schnitter! Autsch, das hat weh. Ich glaube, wir sogar auf Level 3 gegen die kämpfen können. Mein Garnoschwert. Dankeschön. Sie haben uns. Ich habe wirklich eine Sekunde lang geglaubt, wir wären hinüber. Was, tatsächlich? Wow, wir haben gewonnen. Korrektur. Wir haben gewonnen. Du hast nur hinten zugeguckt. Ich hole den Bürgermeister. Nach all dem, was wir durchgemacht haben, um all das Zeug zu stehlen. Wisst ihr denn nicht, dass es falsch ist, von anderen zu stehlen? Verdammt, ich hab's euch doch gesagt. Wir hätten diese Stadt auslassen sollen. Das Böse macht sich niemals bezahlt. Wenn ihr mir Meister Hammets Stab gebt, mache ich mich nach Lunpa auf. Und was habt ihr beide vor, Isaac? Ich denke, wir sollten uns wieder auf die Suche nach Felix und den anderen machen. Er liest schon wieder in unseren Gedanken. Sollen wir nicht davon abhalten? Lass nur, es ist leichter, als ihm das zu erklären. Wenn du das sagst, Isaac. Ich verstehe. So war das also. Das hier sind die Diebe, Herr Bürgermeister. Was ihr getan habt, war einfach schrecklich. Eine Katastrophe auszunutzen, um die Leute zu bestehlen.
Hey, ihr habt Tor und Tür offen gelassen. Ihr habt ja förmlich darum gebettelt. Autsch! Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Was sollen wir mit ihnen tun? Wir werden sie für eine lange Zeit hinter Schloss und Riegel stecken. Hey, mach auf! Los, steh auf! Steh auf! Hey, kannst du mir helfen, sie zu fesseln? Hey, du! Isaac war doch dein Name, oder? Das werde ich dir nicht vergessen. Bringt sie fort! Danke, dass ihr die Diebe gefangen habt. Unser Dank ist euch gewiss. Ihr wart eine großartige Hilfe. Lass uns mal sehen, was sie gestohlen haben. Die wertvolle Urne des Bürgermeisters wurde gefunden. Bürgermeister, ist das nicht die Urne, die ihrer Familie gehört? Meine wertvolle Urne ist wieder aufgetaucht. Die goldene Statue wurde wieder gefunden. Hey, das gehört doch. Sie haben sogar das Heiligtum geplündert. Was sind das denn nur für Ungeheuer? Die Schätze dieser Stadt sind endlich wieder da. Hey, Herr Bürgermeister, wir haben hier noch eine Kiste gefunden. Ich meine, eigentlich du alleine. Ivan, vielleicht ist das der Gegenstand, den du gesucht hast. Jetzt kannst du zu Meister Hammett zurückkehren. So ist es. Ich habe gehört, dass Meister Hammett gesehen wurde, als er in Richtung Lundpaar unterwegs war. Oh nein! Dodonpa würde sich nie eine solche Gelegenheit entgehen lassen. Ich bin mir sicher, dass der Meister entführt wurde. Wie kann ich Meister Hammett retten? Niemand kann antreten, wenn die Tore erst verschlossen sind. Was wird nun mit Meister Hammett geschehen? Beruhige dich, Ivan. Meister Hammett ist sicher am Leben und wohlbehalten. Dodonpa weiß, dass er Hammett dazu benutzen kann, ein immenses Lösegeld von Kalei zu fordern. Wir können nicht viel tun, bevor Dodonpa seinen ersten Zug macht. Aber wenigstens wissen wir, dass Hammett vorerst nichts zustoßen wird. Dein Name ist Isaac, oder? Aha. Und du bist... Ich bin Garrett. Seid euch beide meiner tiefsten Dankbarkeit versichert. Nun, lasst uns gehen. Kommt mich doch besuchen, bevor ihr die Stadt verlasst. Ich habe etwas für euch. Was für ein Chaos! Endlich haben wir den Stab zurück und dann dies. Ich wünschte, ich könnte dich aufheitern. Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich möchte doch nur Meister Hammett retten. Das ist alles. Aber ich kann euch beide unmöglich bitten, mir zu helfen. Ihr seid auf einer sehr wichtigen Mission. So ist es. Ich habe es in euren Gedanken gelesen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der Vulkanausbruch mit einem solchen Geheimnis in Verbindung stehen würde. Ja, wir müssen Felix und seine Bande finden, sonst sieht es für uns alle ziemlich schlecht aus. Dann scheint, dass das ja wohl ein Abschied ist. Ja. Hol du dir deinen Stab und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder. Ivan erhält den Schamanenstab. Niemals werde ich die Gastfreundschaft dieser Stadt vergessen. Ich wünsche euch nur das Beste.
Ich glaube, wir sollten uns besser auf den Weg machen. Aha. Naja, uns geht's ja noch relativ gut. Ups. Buschenzeit haben wir auch noch. Wir gehen zwar eben kurz ausruhen, dass wir für die weitere Reise dann fit sind. Dann gehen wir noch schnell zum Bürgermeister und holen uns die Belohnung ab, die er uns geben wollte. Und dann sind wir für die Party fertig. Dann werde ich eure Zeit nicht länger beanspruchen. Hey, den nehme ich aber mit. Das ist mein Knochen. Das können wir noch eben schnell machen. Dann haben wir das wenigstens auch schon hinter uns. Hi, mein Süßer, ich habe was für dich. Da, bitteschön. Das wird später nochmal wichtig. Ja, wir haben ja auch das Gaunerschild bekommen. Das ist zwar ein bisschen schwächer als die Axt, die wir haben, aber es kann den Blitzhieb entfesseln. Ich bleibe erstmal bei der Axt. Also oft greifen wir ja eh nicht geht's so auf und so an. Du warst wirklich eine große Hilfe, Ethan. Und du nicht, Garrett. Erlaube uns dir, wie versprochen, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Ja, mein Lebenswasser erhalten. Habt ihr etwa vor, das Land hinter dem Koma-Gebirge zu reisen? Ich denke schon. Sucht nach einer Höhle in den Bergen des Koma-Gebirges nordöstlich von hier. Wenn ihr sie durchquert, gelangt ihr nach Bilibin. Das klingt doch nach einem Plan. So, dann sind wir hier auch schon fertig. Gut, das ist übrigens ein Garten. Ich finde es schön, dass die Welt in Guldzahn an unsere echte Welt angelehnt ist, dass sie so ein bisschen Europa darstellt und wir uns hier dann langsam in Richtung Afrika bewegen. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie schon gesagt, hoffentlich, wenn nicht, bin ich böse. Nein, das wollte ich nicht. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao!